Vielen Dank, Katharina Bisset, dass wir heute dieses kurze Video drehen dürfen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was du machst. Katharina Bisset, bin selbstständige Rechtsanwältin in Niederösterreich. Wie war quasi die Zeit pre-Jurio? Wie lief da deine Kommunikation ab? Wie hast du da gearbeitet? Wie war das? Da war wirklich das Problem, gerade in großen Teams, gerade auch als Anwärterin, wenn man dann mit Chefs, mit Mandanten arbeitet, Dokumenten hin und her schicken per E-Mail in 35 gefüllten Versionen. Jeder speichert die Version woanders ab. Manchmal hat man was nur in E-Mails drinnen. Jeder versioniert Dateien anders. Also es war, sagen wir mal, ein großer Spaß. Innerhalb der Kanzlei, natürlich am eigenen Server mit der eigenen Rechtsanwaltssoftware, ist es meistens gegangen, bis auf das eine Mal, wo es nicht gegangen ist, und dann waren, sagen wir mal, bei einem Speicherproblem am lokalen Server dann einer der Kardinalfehler einer Klage drinnen. Also ja, sagen wir mal, es war eher durchwachsen. Habe dann versucht, auch mit anderen Tools, soweit es möglich war, was ja in großen Kanzleien nicht geht, Alternativen zu schaffen, aber das war halt immer technische und finanzielle Herausforderung. Was war jetzt so der Key Point, warum du gesagt hast, ich brauche sowas, was Jurio offert? Instant Access zu meinen Dateien. Das, was ich brauche, und auch wenn ich mit anderen arbeite, nicht dieses Versionskuddelmuddel, das mich absolut unglücklich macht, unglücklich gemacht hat. Also ja, dieses immer bei der Hand haben ist eines. Also wie oft ich Dateien, wenn ich unterwegs bin, sage, ja, ich brauche mal schnell die Datei XY oder kannst du mal schnell deine Vollmacht schicken, dann greife ich aufs Handy und lade es mal runter. Weil genau meine Key-Dokumente habe ich im Jurio drinnen. Das heißt, für mich geht es halt viel mehr als unter Anführungszeichen nur um die Kommunikation mit Mandanten. Aber halt auch, dass so ich meinen Mitarbeiterinnen es erlaubt, ihnen von überall auch zu arbeiten. Jetzt auch relativ systemunabhängig. Und das ist halt auch extrem praktisch, weil da gibt es ein System, wo die Daten sind. Da muss ich mir dann nicht überlegen, ja, wenn die das lokal gespeichert haben, wie mache ich das mit dem Server? Wie mache ich es mit dem Datenschutz? Das heißt, es gibt dann kein Lokalspeichern, weil eh alles im System ist und so können dann von ihren eigenen Laptops oder mal von ganz woanders auch arbeiten. Warum sollte jemand, der quasi noch kein System wie Jurio einsetzt, warum sollte der Jurio verwenden, wenn E-Mail eh so cool ist? Die Zeit, die ich brauchen würde, die allein die Dateien zu sortieren und dann jedes Mal aus der E-Mail rauszukopieren, hätte ich, glaube ich, in einem Monat schon locker wieder herinnen. Wie gesagt, allein schon das. Und dann sicherzustellen, dass alle Leute, die was sehen müssen, das auch gesehen haben, waren alle Leute in der richtigen E-Mail drinnen. Also ich, das ist eine wandelnde Sollbruchstelle. Ich scheite oft schon an der Datengröße. Dann so Sachen wie, wenn man mal 20 Anhänge hat in einer E-Mail, die runterzukopieren, dann überall wieder reinzuspeichern. Mein größtes Problem sind wirklich Versionierungen und Sachen, die wirklich viel hin und her gehen. Und dann hat man oft, gerade wenn man zum Beispiel mit einem Mandanten, der wurde mehrere Leute im Team, sind Hausnummer, man schreibt AGB für den Mandanten und da hat der Geschäftsführer Meinung und der CFO hat eine Meinung und vom Produkt hat irgendwer Meinung. Also da gibt es dann haufenweise Leute, die eine Meinung haben und reinschreiben und jeder schreibt in irgendeine andere Version rein und ach, was ist jetzt die aktuellste Version? Ist da noch eine E-Mail reingekommen, dann übersieht man es vielleicht, was man anders macht und schreibt man in eine alte Version rein. Also allein sowas. Da müssen wirklich alle Leute perfekt diszipliniert sein und vorher schon perfekt abgesprochen sein, dass das wirklich funktionieren kann, ist aber meiner Meinung nach unrealistisch. Und dann hat man auch nicht immer alle E-Mails bei der Hand, vielleicht, aber das dann am Handy zu suchen, viel Spaß. Von der Sicherheit, die E-Mails nicht bieten, gar nicht abgesehen, wie viele Anwälte haben ein Zertifikat auf ihrer E-Mail, dass die Mandanten wissen, das kommt wirklich von ihnen, geschweige denn von verschlüsselten Datenübermittlungen. Also es ist ja für easy Sachen, sollte man es gemessen an der Sicherheit, die eine E-Mail bietet, eh auch schon gar nicht verwenden. Aber wenn ich jetzt sage, ja, hallo, der bin ich und ich sage, okay, die und die Idee habe ich da und da ist mein Angebot oder treffen uns an dem und dem Tag. Fair enough.
Aber wenn es dann wirklich um große Dokumente, um wichtige Dokumente für den Mandanten geht, wäre mir auf Dauer die E-Mail dann auch zu unsicher. Wie gesagt, einzeln mal eines ausnahmsweise, wenn mal ein anderer, also so dieses, ja, wenn es jetzt gerade nicht anders geht, aber in der Regel würde ich es nicht mehr wollen. Was ist mit den Mandanten, die mit dir über Jurio zusammenarbeiten? Wie ist da das Feedback? Also ich habe einen Mandanten, in dem ich glaube ich im letzten Jahr, dem habe ich überhaupt nur mehr die Honorarnoten einmal im Monat per E-Mail geschickt und auch nur, weil es die Buchhaltung keinen Jurio-Zugang hat, beziehungsweise so gebraucht hat. Und selbst das würde ich in Wirklichkeit nicht mehr, wäre gar nicht mehr notwendig. Aber das sind auch Mandanten, die, wenn sie schnell eine kurze Frage haben, im Chat schreiben. Und auch so ein, ja, ich habe da gerade was gekriegt, wann können wir das machen? Oder wie schaut das aus? Wann hast du Zeit? Da läuft die ganze Kommunikation nur mehr über Jurio. Und wenn es mal eine schnelle, kurze Frage ist, dann läuft es über den Chat. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und ja. Bitte gerne.